Als hätte ich's geahnt. Ich kann nicht glauben, dass der Sandsturm verschwunden ist. Was passiert? Ich war nie Zeuge von so etwas. Der Hafe ist ein magischer Stein. Da, dieses blinkende rote Ding. Seit antiken Zeiten wurde dieser Stein genutzt, um den Sandsturm zu kontrollieren. So, dann haben wir jetzt ein Problem. Wie wagen sie es, uns hier gefangen zu nehmen? Can't believe I got dragged into this. So, ich stelle sich nur die Frage, wie kommt man da raus? Na komm. I must save a princess at all costs. Ja, aber ganz ehrlich, das ist eine beschissene Situation für Steiner. Ich frage mich, ob Mutter überhaupt auf mich hören will. Warum hat sie uns gefangen genommen? Lilly, das sind gute Fragen. Und Lilly, du hast ein Problem. Sie war in letzter Zeit nicht sie selbst. Sie war seit meinem Geburtstag letzten Jahr ziemlich seltsam. Ja, komm. Seit dem Tag, als dieser große Mann... Kuya? Kuya. Kuya ist ein großer Mann. Kuya ist also doch männlich. Damit ist das Mysterium schon mal geklärt. Königin Buan beschwört dich. Ruhe! Komm mit uns. With us you are coming and that is that. Get off me, you scumbag! Was war das? Ich verstehe nicht. Oh, sie hat geflucht, wie das von Emero so war. Genug, nun komm mit uns. Dum 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 dum, beeil dich! Die Königin hat so lange gewartet. Die arme, arme Königin. Die arme, arme Königin nimmt uns gefangen. Mutter. Wo warst du? Ich war krank vor Sorge. Jetzt schlägt sie einen ins Gesicht. Mit dem Fächer, komm. Mutter, da ist etwas, worum ich dich bitten muss. Ist es wahr, dass du verantwortlich bist für die Zerstörung von Bumesia? Das ist weit ab von der Wahrheit. Diese bumekianischen Ratten haben... Okay. Sie dreht die Sache komplett um. Don't believe her. Ich glaube ihr nicht. Nein. Ich glaube ihr definitiv nicht. Darling, was stimmt nicht? Warum glaubst du deiner Mutter nicht? Also, Kuya! Act? Yes, an act from Beautiful Play. Das ist ein Ritter auf einem weißen Pferd und eine wunderschöne Prinzessin. Was nimmt dieser Kerl? Nein, lass Lilly in Ruhe. I will take you to a world of dreams. Alton. Das ist nicht nett. Sie ist wunderschön, selbst im Schlaf. Ach. Aber irgendwie... So ganz gerade kann der auch nicht sein, so wie der sich anzieht und verhält... Ah. Dann schnuppert er an ihr. Ach. Ich bin Kuya. Seht mich an. Ein verspätetes Happy Birthday, Prinzessin. Dwarve Idolens from her. Finally we can. Was wird da beschworen? Lass da Licht sein. Moment, wenn ich mich recht erinnere. Ja, man wird es gleich sehen, aber ich meine mich zu erinnern. Odin, Krieger der Dunkelheit. Genau, wenn ich mich recht erinnere. Ziehen Sie jetzt diese Beschwörungen weg. War das das? Ja, ich glaube, das war das. Dass Sie jetzt... Ja, Sie nehmen ihr die Beschwörungen. Was machst du hier? Warum glaubst du, ist der Sandsturm verschwunden? Ich weiß nicht. Der Sandsturm war über 1000 Jahre da. What about the guy who was with Bran? Ja, definitiv. Der Mann, Kuya, ist definitiv die größere Gefahr. I'm going to head down to find out what if... warum der Sandsturm verschwunden ist. Wir gehen zusammen.
Ich so finde Vivi. Und wir treffen uns am Eingang. Definitiv sofort zum... Nein. Ich will wissen, was dieses Item war. Wo ist es? Hier. Annoyment. Cures Trouble. Trouble war wahrscheinlich dann dieser... Dingenskirchen. In dieser Dingenskirche. Ja, Trouble war dieser Status, den ich noch nicht heilen konnte, nehme ich an. So, wir wollen zum Stadteingang. Stadteingang. Lass mich hier runter. Da sind die beiden. Hey, was hat das lange gedauert? Okay, los geht's. Let's get going. Ich konnte Puck nicht finden. Ich frage mich, ob er runtergegangen ist. Ich habe in Momesia versagt. Aber ich werde in Clayburn nicht dasselbe tun, egal was passiert. Egal was kommt, irgendwie sowas in die Richtung. Geht's jetzt das komplette Ding einfach wieder runter? How lame is this? Ah, das gibt mir nochmal eine Gelegenheit, das andere Dingen zu durchsuchen. Alexandrianische Kriege... Oh, Bullshit. Der wird lustig. Alex... Ja, die stürmen jetzt Clayor. Oh, Bullshit. Und wenn man an die Worte von Kuya denkt... wer sollte die Soldaten zusammensammeln? Beatrix. Das heißt, eigentlich dürften wir hier unten eine alte Freundin wieder treffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da-da. Auf sie mit Gebrüll. Die Bitch. Die Bitches. Escape. Das ist auch ziemlich mutig. Da-da-da-da. Immer noch 133 EP. Auch sehr nett, gut. Weg. So. Jetzt will ich aber noch was gucken. Equip. Helm. Sie kann einen Helm tragen. Clear-headed. Clear-headed Abilities. Ja, sie kann definitiv noch ein paar Abilities anlegen. Und Clear-Headed ist eine davon. Die ich ihr auch geben werde, also. So ein Bullshit wie Cover brauche ich halt nicht. Wow. Mehr Soldaten. Fuck it. So, wir attackieren den ersten Soldaten. Und wir attackieren ihn gleich nochmal. Und nutzen dann Fandara auf den anderen. In der Hoffnung, dass sich die beiden relativ gleichzeitig kaputt kriegen. Trance-Modus, super. Das ist Bullshit. Ja. Mir hängt gerade was im Hals. Wow, Vivi, das war evil und... Und das mit dem Trance-Modus ärgert mich jetzt schon wieder. Dass ich mit denen nicht bis zum Boss irgendwie aufsparen konnte. So Soulblade gemeistert. Ich könnte also jetzt, wenn ich was Besseres als den Ogre finde, das Soulblade-Ding wegtun. Und ich würde jetzt gerne herausfinden, was hier oben noch drin war. Eine Schatztruhe. Elixier. Gut. Moment. Ich will hier runter. Und ich will nochmal den anderen Weg gehen. Wow. Wer hätte es gedacht? Also, let's kick ass. Gegen zwei. Gegen zwei. Attack. Attack. Black Magic. Fandara auf den anderen. Dann sollten eigentlich beide tot sein. Wenn nicht, habe ich was falsch gemacht. Und es sind beide tot. Also jetzt rock ich hier durch. Jetzt rock ich hier sowas von durch. Tada! Gut, jetzt habe ich zwei Optionen. Direkt runterrennen und Trance bewahren.
Oder nach oben gehen und rausfinden, was das für ein Item da, was ich da noch bekommen könnte. Falls ich da noch ein Item bekommen könnte, ich weiß es gar nicht. Aber hier bin ich beim letzten Mal nicht weitergegangen, das weiß ich noch. Hier, dieses Ding. Kann ich nicht aktivieren. Schade. Das ist Bullshit. Riesenumweg gegangen für nichts. So, runter. Wie Freya gesagt hat, wir wollen... Oh, ja. Ein Moment, Emero. Waren das nicht zu wenige für einen wirklichen Angriff? Yeah, I thought so too. Ich habe auch so gedacht.